Ja, servus und hallo again, jetzt wieder der Martin und wir zocken den Football Manager 23, unsere FC Bayern Story ist schon die vierte Folge jetzt. Wir werden heute gegen Austria Klagenfurt ein Testspiel bestreiten. Das ist das dritte Testspiel. Ich werde die Mannschaft nochmal ein bisschen umbauen und zwar wird die jetzt so aussehen. Neuer wird beginnen, klar, der ist gesetzt im Tor. Rechtsverteidiger Pavard, bisher sehr stark, 7,25. Innenverteidiger jetzt Upamecano und De Ligt beide mal. Hernandez hat ja zweimal gespielt, 47, da einiges vorgelegt. Jetzt müssen sich De Ligt und Upamecano um den zweiten Platz streiten. Im Moment wäre Upamecano vorne, wobei De Ligt auch erst einmal gespielt hat. Alfonso Davies wieder auf der linken Seite. Defensives Mittelfeld Kimmich und Sabitzer, der sehr stark gespielt hat, 37 im letzten Spiel hatte. Sabitzer könnte ja auch auf der Außenbahn spielen. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht bewusst, dass er auch rechts, links, zentral spielen könnte. Davor Masraoui, der im letzten Spiel, also auf der rechten Seite jetzt, der nicht so überzeugen konnte, 6,95. Gravenberg stark, ganz stark gegen Wien Wiesbaden, 7,70 für ihn. Musiala 6,80, auch der wird sich schwer tun im Moment gerade zu beginnen. Und Gnabry im Sturm, weil wir einfach keine anderen Alternativen haben. Das heißt, auf der Bank sitzen Ulreich, Hernandez, wie schon angesprochen, Kingsley Coman 7,00, Stanisic 6,75, Müller 7,05, Sané 6,50 und Mathys Tel 6,40. Ah, es wird spannend, wer sich da behaupten kann. Wir haben ja nach dem Klagenfurt-Spiel noch das Spiel gegen Manchester United und gegen unsere B11. Und dann geht es ja auch schon im Supercup gegen RB Leipzig. Und dann wird sich zeigen, was wir da in der Vorbereitung erreicht haben. Also es wird auf jeden Fall Bestbesetzung spielen. Wir haben zwei Transfers versucht umzusetzen. Das zeige ich euch gleich. Heidenheim hat Zvonarek ausgeliehen. Wiederaufnahme der Gespräche Burak Ins. Ja, würde ich schon gern holen. Gilt als Spieler für die Zukunft. 5,5 Millionen. Probieren wir es mal nochmal. Dauerkarten sind 30.000. Und dann Palacio. Den wollten wir eigentlich verpflichten. Allerdings, klar, die wollen 36 Millionen. Ja, okay. Vielleicht klappt es ja mit Dorsch. Ja, verschieben wir mal eine Woche. Wird sich jetzt auch nichts ändern in der Woche. Ich habe Niklas Dorsch auch ein Angebot gemacht vom FC Augsburg. Also von dem halte ich persönlich recht viel. Ich bin ja Augsburg-Fan. Der soll uns da vielleicht unterstützen oder in der Breite unterstützen. Also so richtig viele Einsätze sollte er nicht haben, aber trotzdem. Maxim Choupo-Moting nicht zur Auswahl empfohlen. Ja gut, der spielt auch nicht. Ja, es ist spannend, wer sich durchsetzt bei den Bayern. So sieht's aus. Die liegt für mich eigentlich gesetzt normalerweise, aber das fällt aber nicht. Wenn wir Ziege aus, das war schon die Türschnur, aber das ist vielleicht nicht vor allem. Das ist immer nicht vor allem. Das ist immer nicht vor allem. Aber immer noch alles vor dem Spiel. Könnte sein. Sabitzer verletzt. Ja. Richtig, die Alternative habe ich jetzt nicht. Ja, nehmen wir mal
Kleines, dickes Müller. Da wir bereits einmal gewechselt haben, werden wir jetzt. Wer ist denn konditionell? Gravenberg stark. Dafür kommt Sané rein und Pavard. Für Stanisic mehr machen wir jetzt gar nicht. Also schon drei Wechsel sind. Der Wechsel bei denen. Ein Fragebot. Dann nochmal Wechsel. Upamecano geht raus. Musiala. So, dann haben wir das volle Wechselkontingent ausgeschöpft. Missverständlich, also Roy und Gnabry. Stanisic und weiter Ball auf Kumar. Und Gnabry. Thank you.
Oh, viel Spaß da. Ja, 1-1. Das war nicht ganz so prickelnd. Auch bis auf Pavard, Kimmich und Masraoui eher mit schlechten Noten als Team gesegnet. Und Sabitzer, aber Schnittrunde 5 bis 11 Tage. Okay, das werden wir verkraften. Gegen Manchester geht es in 3 Tagen, also da wird er dann fehlen. Gut. Das soll es jetzt gewesen sein. Wir nähern uns langsam, aber sicher dem ersten Spieltag bzw. dem ersten Pflichtspiel. Passt auf euch auf, bleibt eurer Linie treu. Servus und bye bye.